Mütze auf, es könnte kalt werden für Lorenz Günther Köstner. Eine Entscheidung, ob der Interimstrainer den VfL Wolfsburg langfristig trainieren wird, wird wohl nicht zu seinen Gunsten ausfallen. Bernd Schuster ist aktuell ein ganz heißer Kandidat für den Trainerposten bei den Wölfen. Erste Gespräche wurden bereits geführt, aber... Die letzten Spiele können auch die schönsten sein. Es klingt nach Galgenhumor, aber Lorenz Günther Köstner will den Platz auf der Trainerbank keineswegs freiwillig aufgeben. Zuletzt drängte er den Verein zu einer schnellen Entscheidung in der Trainerfrage. Wenn wir meinen, ein klares Bild zu haben, dass wir dann Entscheidungen treffen, sowohl bei Spielern oder eben auch beim Trainer. Und beim Trainer ist es so, er ist als Interimstrainer, schreckliches Wort, aber wir nehmen es mal, ist er eingestellt worden. Und das ist er, solange mit der kompletten Verantwortung, solange nicht A gesagt wird, der Vertrag wird verlängert, oder B, man sagt, man hat eine andere Lösung. Und, so, das ist der Stand der Dinge. Und in der Zwischenzeit muss man eigentlich auch gar nicht viel sagen. Also ein Bekenntnis zu einem Trainer klingt definitiv anders. Und Bernd Schuster hatte schon nach der Magath-Entlassung Interesse am Job in der Autostadt geäußert. So bleibt Lorenz Günther Köstner nicht mehr viel übrig, als abzuwarten und zurückzurudern. Immerhin steht ja auch noch ein Spiel im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen in diesem Jahr an. Die Fragen, das ist doch immer wieder das Gleiche. Es sagt ja keiner, dass es das Letzte ist. Ich habe nur geantwortet, die letzten Spiele können die schönsten sein, wenn es ein Endspiel ist. Man muss ja immer wieder nach. Und es ist für uns das Endspiel in dieser Vorrunde. Das letzte Spiel dieser Vorrunde. Bundesliga hatten wir vergangenen Samstag und jetzt das letzte Spiel im Jahr 2012 und wir hoffen uns alle einen guten Abschluss. Lorenz Günther Köstner, eindeutig zweideutig. Das DFB-Pokal-Achtelfinale könnte für ihn tatsächlich das letzte Spiel als Cheftrainer des VfL Wolfsburg sein.